Da fällt es mir natürlich schwer, da noch viel hinzuzufügen. Fangen wir erstmal damit an, dass wir die Reden nicht nur gehört haben sollen, sondern uns die auch zu Herzen genommen haben sollten. Und sie im Gegenzug dann auch umsetzen. Auch für alle unter uns, die nicht arabischsprachig sind und hier sind, möchte ich eben nochmal wiederholen, was der Familie zugestoßen ist. Am 21.07. abends circa gegen 21, 22 Uhr. Und zwar war das in der Zeit von Ramadan, also war gerade das Iftar, das Fastenbrechen angebrochen. Um 22 Uhr, da es dunkel wurde. Die Familie hat zusammen gegessen, noch mit Freunden, mit Brüdern, der Frau von meinem Vater. Die Kinder waren von 4 bis 12 Jahre alt. Die älteste 12, der kleine Elias nur 4 Jahre alt. Und dann schlugen Bomben ein, ohne Vorwarnung. Kein Knock on the Roof. Kein Knock on the Roof. So wie das immer so schön gesagt wird. Wie das immer durch die Blume geredet wird, durch Israel. Sie waren ja die Palästinenser. Sie waren ja die armen Zivilisten, bevor sie die Häuser zerbomben. Dankeschön. In dem Fall nicht und in wie vielen Fällen nicht. 89 Familien wurden komplett ausgelöscht. Jetzt muss jeder von euch überlegen, wir sehen hier Kinder spielen. Genauso spielen Kinder in Gaza. Genauso. Und wollt ihr sehen, wie die zerbombt werden, also ich nicht. Und es muss einfach aufhören, dass das passiert. Und nicht jeder kann eben so spät anfangen, wie ich das getan habe, wirklich politisch aktiv zu werden. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Wartet nicht so lange wie ich, dass erst die Familie sterben muss, damit man wirklich zur Sprache kommt über solche Dinge. Wartet nicht so lange. Man kann jetzt anfangen, man kann morgen anfangen, aber unsere Zeit läuft langsam davon. Da hinten ist eine Karte. Ihr seht, wie viel da heute noch von übrig ist und ihr seht, wie es immer weiter zerbröselt. Wir müssen mit einer Stimme sprechen und wir müssen vor allem eine Einheit bilden. Ken Jebsen hat da eine ziemlich heftige Rede zu gehalten, die viele auch wahrscheinlich ins kalte Wasser gestoßen hat. Aber das ist genau richtig, weil es Zeit wird aufzuwachen. Ja? Es wird Zeit, dass man da vor den Kopf gestoßen wird. Ich danke euch.